Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Dragomir und Salome. Hi. Hi. Und immer noch am Graben ausgraben. Mein Schaufel ist kaputt. Und was machen wir, wenn wir den Graben gegraben haben? Dann graben wir einen weiteren Graben, damit wir noch mehr graben können. Ich habe gerade irgendetwas zerlegt, ich weiß nicht was. Also es war bestimmt ein Stein oder so, der im Weg lag. Nein. Das sind nicht meine Pfeile gewesen. Was habe ich da gerade zerlegt? Ach so, zerlegt. Ich habe gedacht, du hättest irgendwas kaputt geschlagen. Im Inventar, ja. Irgendwas habe ich zerlegt. Ich glaube, einen letzten Kaffee. Aber ja, dann hast du jetzt aber einen ganz nassen Rucksack hier. Ja, hi. Hi. Ich brauche mal Klebeband. Klebeband? Hast du dir gesagt, du hast so viel einstecken? Oh ja, stimmt. Ich brauche auch kein Klebeband. Ich brauche Eisen. Was soll ich denn gucken? Oh! Alter. Ist das nicht süß? Ja. Ich brauche Eisen. Hast du mal Eisen für mich? In der Rohstoffkiste. Eisenbarren. Ja, in der Rohstoffkiste. Geil. So. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Eisenbarren rauslassen. Repar, nicht Repair. Repair. Ich habe doch... Geschmiedetes Eisen habe ich mir doch gerade genommen. Geschmiedeter Stahl ist das. Ja, das Eisen sieht ein bisschen schmutzeliger aus. Das ist aber, haben wir aber nicht. Was? Als ich, hä? Hab das ich ist den Stahl, nicht Eisen. Nee. Das ist Wo Stahl, ist das ganze Eisen? Chrissy, hast du das Eisen nicht genommen? Ich hab's nicht, tschüss. Chrissy! Ich wollte gerade sagen, tschüss. Es waren doch noch irgendwie 16 Stück oder so, glaube ich, drinne. Als ich geguckt hatte. Chrissy, ich brauch das. Komm zurück. Ich hab keinen. Lass dir doch welche raus aus der Schmiede. Ja. Da ist doch bestimmt Eisen drin. Nein. Ich hab kein Eisen. Ich hab's geschmolzen. Was? Ja, zu Eisenbarren. Ja, das brauche ich ja. Ach so. Ja, Eisenbarren musst du dir eine Schmelze machen. Ich brauch geschmiedetes Eisen. Ja, dann hol, nimm dir das doch. Schmelze. Dann mach das doch, dann zieh das doch aus der Schmelze raus. So muss ich das machen. Warte kurz. Warte. Oh Mann. Wenn man bedenkt, wir waren auch Aber in mal der Schmelze so. Ist ja nichts. Deswegen frage ich, sag ich das doch. Hä, da ist kein Eisen mehr drin? Nein. Ich habe das gerade da reingetan. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, da ist ein kranker Wagen. Krankenwagen. Du brauchst jetzt auch gar nicht gucken kommen. Ich will aber gucken kommen. Muss ich das Eisen zum Schmelzen dann da reinlegen? Nee, ne? Oder doch? Wie meinst du zum Schmelzen? Wenn ich dieses geschmiedete Eisen herstellen möchte, muss ich dann bei Schmelzen das Eisen reintun und dann auf Fertigen drücken? Oder muss ich das im Inventar haben? Du musst das reinlegen und... bei Schmelzen? Genau, ja. Und dann wird das Eisen reingeschmolzen und dann gehst du links auf die Seite, suchst du dir die Eisenbarren. Ja, dann geschmiedet das Eisen. Genau, ja, das und dann klickst du drauf und da kannst du die dann rausziehen. Gut. Ist ein bisschen kompliziert gemacht tatsächlich, muss man erstmal sich so ein bisschen ran gewöhnen. Aber das passt schon so. Wieso kann ich das jetzt nicht reparieren? Ich habe doch... Also, das Reparaturkit war noch nicht fertig. Was O? Ich habe gerade Kürbisse geerntet. Und Kartoffeln. Das ist die falsche Seite. Tschüss. Und Kürbisse. Schön. Und Kürbisse und Kartoffeln und Kürbisse. Und Kartoffelkürbisse. Ich habe 14 Kartoffeln einstecken und 7 Kürbisse. Das Problem ist, ich muss aus diesen Kürbissen wieder Samen machen. Oh nein, jetzt macht er die Reparaturkits zuerst. Weil diese dämlichen Kackentwickler ja auf die Idee kamen, ach, machen wir es mal so, dass wir jetzt wenn wir die Dinger ernten, die Feldfrüchte, dass die jetzt nicht mehr bleiben, sondern dass die jetzt mit weggehen und dass man mit 50%iger Wahrscheinlichkeit einen Samen kriegt. Machen wir das einfach mal so, dass 50% von dem ganzen Gezücht wieder zu Samen gemacht werden muss. Dankeschön, Entwickler. Dass man diese ganze Kacke so unfassbar kompliziert hat. Toll, aber die haben dieses ganze Spiel irgendwie verkompliziert. Ja. Aber das war so cool mit dem Anbauen,
dass du die einmal anbaust mit einem Samen und dann, wenn sie ausgewachsen sind, draufknüppelst und das Zeug erntest, aber, sag ich mal, diese Grundpflanze einfach da bleibt und wieder nachwächst. Und das ist jetzt halt einfach nicht mehr der Fall. Jetzt musst du 50% von dem Gemüse wieder opfern, damit du wieder neu anbauen kannst. Toll, ey, wie bescheuert das ist. Das ist so denn? Dumm einfach. So. Ach ja, kann ich denn wieder irgendwas Leckeres kochen? Wer hat denn da schon wieder Essen geklaut? Nee, keiner. Ich hab, Ich hab was, das ich kochen kann. Da freut sich die gute Dragomir bestimmt ganz doll. Ja, was denn? Ein Steak mit Kartoffeln. Geil, Noggis Ding. ich habe gerade eine Freundschaftsanfrage bei Facebook bekommen von einer Jenny. Oh mein Gott. Ich sag dazu einfach nichts. Nee. Wie gestört muss man sein, ey. Ich sag ja, die sitzt wahrscheinlich daheim und ist irgendwie total am Super Kochen vor Zorn. Ja. Oh Mann. Nein, stopp! Nicht tun! Ich hab zwei. Geil. Hä? Was? Was? Was hast du nix. Zwei? Räder gefunden. Ach so. Gerade. Ich dachte schon, was ist denn jetzt kaputt? Ich kann sozusagen das dritte Mini-Moped machen. Ja! Hey. Cool! Dann haben wir alle drei Moped. Ein Mini-Moped. Als nächstes kommt dann das Auto dran. Yay! Oder das Motorrad. Das Motorrad ist auch geil. Auto ist mir eigentlich irgendwie lieber. Ja, das Auto ist am geilsten, aber das Motorrad ist auch cool. Ja. Soll ich dann wieder drei Autos machen, damit jeder sozusagen durcheinander fahren kann? Mit der Zeit würde ich sagen, ja. Aber am Anfang eins, am Anfang eins mit einer Mod, dass noch ein zusätzlicher Platz zum Reingehen ist. Das reicht für den Anfang, glaube ich, erstmal. Ja. Und dann kann ich wieder fahren. Ja. Oh, damit einem wieder schlecht werden. Wie hieß die Mod nochmal? Weißt du das noch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nein. Kräftigung, Taschenmod für Kleidung. Fahrzeug. Kann die arme Jenny mir wohl keine Nachricht schicken. Muss sie mir wohl eine Freundschaftsanfrage schicken. Wie blöd, dass ich dir das annehmen muss. Was gerade eben? Was Dead. Mein Handy lag blöd auf Kabel und Tisch. Ah, Fahrzeugsitzplatz könnte das sein, ne? Ja. Aber die kann man nur mit dem Bauplan selber freischalten. Da müssen wir den Bauplan für finden. Da ist ja, haben wir den jetzt sogar gefunden? Habe ich da nicht irgendwann mal, haben wir nicht, und jetzt brauchen wir nur noch ein Auto? War da nicht was? Da musst du mal gucken. Dann guck mal bei dir in dem kraftigen Menü nach Fahrzeug-Sitzplatz-Mod. Ja, genau. Bar. Büb. Nein, doch nicht. Ich dachte. Schade. Büb. Braucht eigentlich auch gar nicht mal so viel. Nur 5 Stahl, 10 Stoff, 4 Leder und 4 Schraubenfeder. Braucht gar nicht mal so viel. Na, wahrscheinlich wird es erstmal schwer sein, diese blöde Mod zu finden. Ich dachte vielleicht, die Mod wird irgendwie freigeschaltet mit dem Ingenieur oder so. Schade. Oh ja, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Ich wollte gucken, ob ich wieder Beete bauen kann. Schaut gut aus. Ja, ich kann mir... Oh, ich kann 20 Beete kann ich machen. Nicht schlecht. Muss dringend mal nach Nitrat gucken. Müsste eigentlich eine ganze Menge haben, weil ich hatte da was geholt. Nein, alles weg. Oh. Also habe ich gerade genutzt, ne? Deswegen kann ich ja 20 Stück machen.
Was ist das hier? Stein. Oh Mann. Schaumwave Foods. Okay. Ich hab die Schaumwave Firma gefunden. Gefunden. Aber ich möchte nicht allein da rein. Also das. Ja, das ist, glaube ich, eine richtig große, ne? Ja. Können wir machen, wenn wir das Auto haben oder so. Mhm. Ansonsten. Ja gut, wobei, wir sind zu dritt. 3 Inventare. Da passt hat das Moped eigentlich auch Inventar? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Jupp, 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 jupp. Ich habe mir mal einen Wegpunkt gemacht hier. Gut. Okay. Oh, ich bin gleich fertig hier mit der ersten Fuhre. Cool. JD Shipping. Ah ja. Oh, ein etwas größeres Gebäude. Ich brauche mir noch Antibiotika. Arm bist du. Und ich brauche Munition. Ich habe keine Munition mehr. Munition? Wir haben 22 Uhr. Ja, immer diese Samples. Jetzt wird's gefährlich. Habe ich für die letzten 22 Uhren auch nicht gemerkt. Ja, theoretisch zumindest. Normalerweise rennen die Zombies ja nachts. Huch. Na, bei mir bist du auf jeden Fall nicht. Nee, bei Trage mir. Ach so, ich habe nur auf die Erde geguckt. Ich hab die kriegst du doch gar nicht mit. So, wo? Hinter dir. Wie süß ist das denn? Das ist ja winzig. Ja. Macht voll keine Geräusche. Aber doch, immerhin drehen sich die Räder. Doch, doch. Das klingt wie so ein Moped dann später. So, ist der Bragen? Hm? Ist der Graben so in Ordnung? Ja, der Bragen. Die dicke schwarze Wolke, die sie einfach hinter sich herzieht. Nee, 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 nee. Du bist genauso breit, das kann ich abschätzen. Also bist du auch mal 5 oder nicht? Hi. Hi. Du fahr mich doch nicht. 1. Oh, guck mal, der hat sogar einen Gepäckträger mittlerweile. Ja. Süß. 1, 2, 3. Sehr gut. Guck mal, unseren schönen Garten. Schick, schick. Können wir den Mülleimer da wegtun? Der stört mit seinen Scheißfliegen. Ja, dann mach ihn doch weg. Ja, das nervt. Mach ihn doch weg. Hau ihn kaputt. Ich habe auch schon diverse Müllsäcke und so kaputt geschlagen, weil die im Weg waren. Herrliche Stille. Das ist scheiß Gesumme da die ganze Zeit. Ja, ja, du mich auch. Oh nein, jetzt habe ich das aufeinander gestellt. So. Ach, der Garten wächst. Der Garten Bald. Eben. Ja. So, das dritte Mini-Moped ist gleich in Arbeit. Juhu. Können wir ein bisschen durch die Gegend fahren dann gleich. Ja. Ein bisschen Abwechslung. Mal ein bisschen was plündern gehen. Ja, Antibiotika suchen. Übrigens kann ich auch den Bergbauhelm machen, ne? Heißt was? Eine Helmlichtmod. Ja. Da ist aber keine Helmlichtmod drinne, ne? Das ist ohne. Nee. Nur so nebenbei.
Na, hier steht, dieser Helm bietet gute Verteidigung und was uns wird üblicherweise mit einem inszenierten Helm nicht gefunden. Ja, gefunden. Du baust gefunden, ihn ja. Aber. Wenn du auch so einen Helm beim Händler kaufst, ist auch immer eine Mod mit dabei. Aber wenn du ihn selber baust, nicht. Oh, da ist ein leckerer Blaubeerkuchen. Mhm. Fischtacos. Der ist, glaube ich, aber für Dragomir reserviert. Das hat sie gerade mit Absicht gesagt. Ich habe ihn gerade gefressen. Ich habe die Fischtacos schon gefressen. die Motoren waren mal Bauteile mit drin, ne? Ja. Ach, mein kleiner süßer Garten steht draußen am Balkon. Hollerei, hollerei, hollerei. Oh, das sind ja auch noch Samen. Oh mei. Kleinteile, glaube ich, war... Gönnung. Säure. Ich pflanze mal hier ein paar Pilze hin. Batterie, Kleinteile? Nein, Bauteile. Okay. So, neben unserer Tür wachsen jetzt Pilze. An der Wand. Ja, nicht meine Pilze. Farbe. Essbare Pilze. Farbe. Farbe da oben. Wo war die Kohle nochmal drin? Kohle, Rohstoffe. Au. Au. Ich glaube, ich muss mich echt einmal sterben lassen. Warum? Ach so, wegen deiner Infektion. Halte durch, du schaffst das. Ich bin schon bei 56%. Ich glaube, ich war schon mal bei 80 oder so. So, Motor, deine Mopeds sind yay! Fertig. Oh Gott. Ich, da ist meines. Ich will auch eins. Die sind in der Dings drin. Hab schon. Huch. Jetzt fast oben auf die Decke gestellt. Aber ich eine Mod dafür noch? Für was? Fürs Moppetcher. Das Moppet. Deine Motoren. Motorwerkzeug. Ja, die ist tanken. Ach man, so ein Motortank halt, so ein Fahrzeugtank oder irgendwie sowas, ne, dass du mehr Benzin oder sowas reinigen kannst. Hier ist ein kleiner Motorwerkzeugtank. Wie machen diese komischen Blöcke wieder, damit man das wieder... Motorwerkzeug. Du musst einfach so einen Erdblock craften. Gibst du einfach Erde ein und dann hast du so einen Erdblock, wo du wieder setzen kannst. Wow. Geländefahrzeugscheinwerfer. Im Übrigen ist das ein Motorwerkzeug. Ja, ich hab schon gelesen. Ich hab schon gelesen. Oh, guck mal, hier ist sogar ein Bungeknagge. Was ist sie gut? Was? Aber ich kann so einen Erdblock nicht setzen. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Vielleicht ist noch was drunter. Doch, geht. Rastet, ja? Ein Geländefahrzeugscheinwerfer kann ich machen. Geländefahrzeug. Man hat doch Licht. Ich kann unseren Jeep noch heller machen, als er sowieso schon ist. Ach so, heller machen, okay. Ja. Was, wie heißt das? Also hier steht Gelände Scheinwerfer. Scheinwerfer. Ja. Geländefahrzeugscheinwerfer. Also Geländefahrzeugscheinwerfer. Diese Geländescheinwerfer erhellen den Weg auch in den dunkelsten Nächten. Ah ja, das klingt, als wäre das heller. Ja, oder weitreichender, weißt du? Ja. Da frage ich mich, geht's auch für die Mobbits? Naja, Geländefahrzeug, ne? Ich denk mal schon, sonst wird ja nur Auto dastehen oder Truck oder so. Ja, ich glaube, ich baue mal eine. Einfach nur, so, um zu testen, wie hell die Kacke ist. Geschmiedeter Stahl haben wir aber nicht. Shit. Ey, doch. Echt? Ah, okay, ich nehme mal was davon. Kunststoffabfall. Kunststoffabfall? Ab.
Abfall. Abfall. Kunststoff abfallen? Elektrische Teile. Neum, Klatsch. Ich bin aus Versehen abgestiegen. Scheinwerfer. Oh, schön, das wird wieder bei Rot angezeigt, das Infektionszeichen. Ja, ja, das ist ab, ich weiß nicht, 50%. Wir fahren ja gleich los. Wir finden schon was. So. Hallo. Ja, nicht Mord mit 2D, bin ich bescheuert oder was? Ich kann da sogar hochfahren. Oh, du bist gerade da, wo ich eigentlich am Arbeiten bin. Ja, ich habe mich da ein bisschen verzählt und ist ein bisschen verkackt, deswegen muss ich das gerade einmal alles ein bisschen um einen verschieben, damit es gleich ist. Tut mir leid, dass du da jetzt dann, oder dass wir dann da einmal einen Dings. Ach so, da müssen wir wieder einen Stock rüber, ne? Ja. Oh, ja, ein Stück nach links. Aber wir haben da hinten, da müssen wir uns da nur an das halten, wo es hier ist. Hier sind es 4. Da müssen wir nur dann noch einmal links hier einen 5er, vielleicht kann man das ja einmal hier machen kurz. Dann sitzt nämlich hier hinten 5 und da müssen wir uns dann nur anpassen. So. Dann müssen wir dafür einmal die Steindinger dann wegkloppen. Jupp. Und die haben 5000 Leben, die Scheißdinger. Ja, das müssen wir dann irgendwie zu dritt machen. Ich habe jetzt auch eine Spitzhacke. Yay! Ja, aber das machen wir nicht jetzt. Ich gleiche das hier nur einmal aus und dann können wir erstmal losdüsen, damit wir die arme Chrissy retten können. Wollen wir da nicht lieber warten, bis hell ist? Oder so, dann kloppt ihr jetzt vielleicht schon mal hier mit weg. Ja, ich Steindinger. Oh ja, warte, genau. Ich will das mit der Mod erstmal testen. Und jetzt auf einmal so gleißende Lichter, weißt du? Das ist doch recht hell, finde ich. Warte jetzt mal, wo bist du? Ich guck mal mit meinem als Vergleich. Da hinten irgendwo. Generell finde ich auch das Spiel eigentlich so dunkel, aber egal. Ja, nicht mehr. Früher war das ja viel, viel dunkler. Mach mal dein Licht an. Oh ja, das ist deutlich heller. Guck. Das ist viel heller. Ja, oh, das ist ein Bier! Oh, was? Schnell weg. Da ist gerade ein Bär gehopst. Guck, da ist er. Ich sehe es nicht. Ach, jetzt sehe ich ihn. Da. Ja, renn doch hin. Ist eine gute Idee. Ach, der kommt da nicht hoch, ne? Ja, ja, ja. Ist er in den Graben gefallen? Ja, ja, er ist schon im Graben. Sehr gut. Oh Gott, er kommt hier hoch. Nee, kommt er nicht. Stimmt! Und ich so auf der anderen Seite baue einfach fröhlich weiter. Fleisch! Ist er tot? Ja. Ja, was er für Zähne hat, ey. Ja. Fleisch! Ich hab 50 Fleisch. Und ich, wir beide. Ich dachte, hier wäre eine Schlange, weil ich nur ein X-X gehört habe. Aber ein Bär klingt doch nicht wie eine Schlange. Nein, aber du hast eine Dose geöffnet, oder? Ach so. Eine Flasche. Entschuldigung. Wie witzig. Naja, es ist dunkel, ne? Von daher. Geil. Ich hab gedacht, ihr wärt eine Schlange. Seit wann klingt ein Bär wie eine Schlange? Ja, du hast eine Dose geöffnet, oder? Eine Flasche, weil... Oh. Geil. Weißt du? Ja. Der einzige Nachteil, wenn man Infektion hat, man hat halt schnell keine Ausdauer. Ja. Ja. Es ist genauso geil wie bei Gronkh und Tobi da, wie er sagte, oh, ich kann jetzt viel besser kochen und ich kann Kürbiskuchen und ich kann, oh, Speck mit Eier, oh, geil, die essen hier viel besser als ich privat und Kürbiskuchen und Tobi... So kündige ich mich bei Frauennummer an. Und Gronkh. Sira, ich bin doof, ne? Mit Käsekuchen und Tobi. Na, Speck mit Eier.
So, das war's dann heute für die Folge. Ne? Bis zum nächsten Mal. Und Gronkh so, ich weiß noch nicht, ob ich das nächste Mal wieder mit dabei sein will. Ich weiß, wer von uns den Arzt macht. Ja, wer? Ich, weil ich Intelligenz als Skill muss. Eh für Ingenieuren so ein Scheiß. Oh, okay. Ja, das ist dann eine Idee. Okay. Ja. Dann mach du am besten den Arzt noch mit. Diejenige, die die Infektion wie nur etwas hat, die macht jetzt den Arzt. Ja. Wenn mich schon sonst keiner verarztet, mach ich's halt selbst. So. Ist ein Baum fallen? Ja, den gerade weggehauen. Weil wenn ich eh den Ingenieur machen muss und den Mechaniker, das ist alles in der gleichen Sache. Also, das ist egal. Doktor, Doktor. Ja, was ist denn? Ja, stimmt. Ich hab aktuell nichts für die Intelligenz geskillt bisher, ja. Ja, und ich muss ja. Er muss intelligent sein. Intelligent. Du musst sehr intelligent sein dafür, ja. Ich muss intelligent sein, um Auto bauen zu können. Intelligent alleine. Intelligent. Ja, intelligent muss ich sein. Sehr intelligent. Klong. 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 Ich hab keine Ausdauer mehr. Ausdauer mehr. Dann kau hier welche. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ist die Flagge, zeigt sie, soll sie uns verdammen. Doch wir sterben nie. Yo. Ich beiß mir gleich ins Knie. Steh zusammen. Warum? Ah, nix. Oh mein, hör auf, auf den zu kloppen. Das ist völliger Quatsch. Der fällt wahrscheinlich eh gleich runter. Ach so, warte. Ich dachte, du klippst gerade auf den. Ich habe das nicht gesehen. Jetzt pass auf. Und der bleibt jetzt einfach in der Luft stehen. Das wäre witzig. Ah, sehr gut. Jawohl. Natürlich, ich so kleiner Block die Hälfte. Und bin schon total K.O., ey. Oh. Wir gehen gleich los. Wie gesagt, ich will hier nur einmal das kurz. Wir haben gleich 4 Uhr und dann können wir los. Genau. Ich höre irgendwas. Ja, das sind wir. Ja, auf der anderen Seite vom Haus, glaube ich. Wir machen gerade Musik. Nein, ich höre einen Zombie. Ja, ich kümmere dich um ihn. Kann ich nicht. Das Blöde ist, dass wir hier ja noch mal 2 weiter nach links müssen. Das heißt, wir müssen die nächsten 2 dahinter auch noch. Mhm. Wenn nicht, buddeln wir einmal die Erde weg, damit das dann in sich zusammenfällt. Ach, warte. Gibt ja IP. Und Steine. Ein bisschen. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Huch! Ist er im Haus? Keine Ahnung, ich höre nichts. Der ist im Haus. Ich geh mal gucken. Hm. Ja, wenn hier überall die Türen offen stehen, ne? Hm. Machen wir das nächste Mal. Ich komme jetzt erstmal. Und schmeiß alle Dwäsch. Hi. Hi. Kümmerst du dich um den Zombie drinne? Ja. Hier ist kein Zombie drinne. Doch, da war einer. Ich habe mich ganz genau gehört. Ich glaube, der ist oben. Wie ist der denn da reingekommen, sage ich mal? Ja, die Tür stand offen. Oh, und dann hat er Bock nach oben. Ah, hier. Hallo. Oh, hallo, Armin. Armin. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Bestattungsunternehmer. Well. Was habe ich da gerade gemacht? Töte 2500 Zombies. Uhu. Jawohl. Jetzt hat sie 9 Ohrwurm. Oh ja. Ist die Flagge, zeig sie. Warum ist bei mir die eine Zahl rot? Hm? Was für eine Zahl? Ich höre einen Wolf. Oh Gott. Wolfi! Gib mir eine Infektion. Oh. Gibt es auch eine Pflanzenkiste?
Inwiefern Pflanzenkiste? Naja, sowas wie Chrysanthemen und Baumwolle. Baumwolle ist bei Medizin, weil die für Verbände ist, und die Chrysanthemen ist bei Zutaten wegen Tee. Oh. Okay. Wo okay. ist der? Und Tannenzapfen? Ah, da. Samen. Steht auch Samen drüber. Da. Oh, den hab ich nicht gesehen. Fleisch! Ich habe nur hochfliegen gesehen, nachdem ich geschossen habe. Fleisch! Also ich wäre aufbruchbereit. Und wie schaut es bei euch aus, meine lieben Freunde? Ja, ich muss nur noch den Krempel einsortieren, dann können wir auch. Ich möchte was zu essen mitnehmen. Oh. Dankeschön. Ich habe dich aus dem Augenwinkel gerade noch an die Tür laufen sehen, in dem Moment, wo ich so zugemacht habe. Brauche ich vielleicht ein Reparaturkit? Ja. Gönn dir. Dankeschön. Hast du das ernsthaft du gerade aufgesammelt? Du blöde Planschkuh, hier, komm ist her. Ist ja nicht so, dass ich es nicht wieder runterwerfen kann, ne? Danke. Du Planschkuh. Alter, du ey. Alles hier ist mein. Ja, ich habe mir auch gerade die Eisenbahn gegönnt, ne? Gönn dir. Und bitte, liebe Dragomir, guck hier mal rein. Wo? Ja, hier. Ja, hier. Da, wo ich davor stehe. Ja, sorry. Oh, meins. Alles für dafür dich. Dafür packe ich auch gerne die Eier mit Speck wieder weg. Ah, die kannst du mir geben. Habe ich schon wieder reingetan. Okay. Ich nehme mal Reparaturkits mit, zur Sicherheit. Auch Eva zu fuddeln und was zu trinken. Aber wir müssen auch. Ich mach grad welche. Ich habe jetzt gleich dann 5 Stück oder so. Muss ich auch. Kann ich mal unten bitte an die Rohstoffkiste ran? Danke. Haben wir irgendwo andere Dietriche? Sich einfach alle prügeln. Anderes Dietriche? Andere, woanders Dietriche. Ich glaube, wenn, dann in der Kiste für Tauschkrams. So, meine lieben Freunde, ich wäre bereit. Aber wir haben noch zweimal diese Geländefahrzeugscheinwerfer-Motti. Könntet ihr das? Wo war das Moped? In der Werkbank. Die ist wo? Ne, bei der Schmiede. Ach, da. Da. Einfach oben in der Ecke ist drin. Warum sind denn da überhaupt Mods drin? Die gehören da oben hin. So, wo hast du die Mod? In der Tauschkramkiste ist drin. Wie kann ich hupen? Nein. X, glaube ich. Doch. Da ist keine drin. Doch, hier unten ist es doch. Hä? Das sind die das Kiste ist, für Tauschkrams. Das ist doch nur der Bauplan. Ja, meinte ich doch. Ach so. Ich dachte, du hättest welche gebaut und hättest sie da rein. Ach so. Ja, ist gut. Wie kann ich das wieder. Ah. Wie kann ich das wieder aufsammeln? Mit E gedrückt halten und dann auf die Hand. Na? Ups. Wo ist denn Benzin? Tauschkiste. Nimm ich mal alles mit. Wer ihr braucht, sagt ihr Bescheid. Ich habe auch noch einstecken. Wie mache ich das mit dem... Anwählen und hinstellen. Ja. Nee, mit dem Benzin oder nimmst du sich das automatisch? Achso, hinstellen, mit E gedrückt halten und dann auf diese Benzinkanister. Ah. Ja. Okay. So. Letzi Fancy! So, und wo lang? Da! Wollen wir uns was Großes angucken? Ja. Okay. Okay. Ich bin so schnell. Oh, toll. Jetzt das ist voll wie dunkel. Bei No Man's Sky, die Steuerung. Ah! Wir folgen, ne? Ja, ich weiß, ich wollte nur fahren. Du bist hey! Ich bin dir überfahren von allen. Man kann auch schneller fahren, wie das Halloween. Aber im Gegensatz zu No Man's Sky, ja, können wir hier wenigstens aneinander krachen, ohne dass es explodiert. Ja. Ups. Ah. Ich werde hier bestiegen von allen. Oh, da war ja ein. Ah, ich freue mich aufs Auto. Oh, wir sind bei 34 Minuten. Oh oh. Oh, falsch. Hi. Mama ist wieder am Feierabend hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss.
Tschüssi!